Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu So ist der Norden. Ich bin heute in der Fischmetropole Bremerhaven gelandet und ich sage nur Backfisch, Backfisch. Hier gibt es wirklich den besten Backfisch der Republik. Und ich habe hier Rotbarsch in so einer Kiste. Den schleppe ich schon den ganzen Morgen von da hinten hier vorne rein. Denn hier läuft schon am frühen Morgen das Geschäft, ob man glaubt oder nicht. Und hier hinten an der Fritteuse steht Hanne und da nehme ich die Kiste jetzt mit hin. Boah, und die wiegen auch was, ne? Ja. Boah. Sag mal, moin erstmal. Moin. Ist das normal, dass hier morgens so früh schon was gegessen wird? Ja, das ist normal. Ehrlich? Das geht rechtzeitig los, ja. Okay. Wie viel haust du so am Tag davon durch? 400 bis 500 Portionen. Ja? Ja. Und sag mal, die werden nur so leicht mariniert mit der Marinade. Zeig mal einmal, ich denke immer, die werden in so einen Pott gegeben. Nee, das ist alles richtig schön flach. Paniert, mariniert und dann... Dann haust du einfach ein so ein Ding. Darf ich mal ein so ein Ding reinlegen? Aber klar doch. Also einfach nur so nehmen und so in das Fett geben. Richtig. Von dir kriegen wir nachher die Rezeptur für die Marinade. Ja. Dann zeigen wir noch einen Kartoffelsalat und wir machen Backfisch selber. Das machen wir. Ja, da freue ich mich sehr drauf. Aber vorher kriegen Sie, meine Damen und Herren, erstmal das Porträt von Fisch 2000. Die Nummer 4. Mittagszeit im Fischimbiss. Der krossgebratene Backfisch lockt Hafenarbeiter, Geschäftsleute und Touristen in Scharen an. Die 10 Frauen hinter den Tresen haben alle Hände voll zu tun. Backfischbrutzeln und Kunden bedienen fast im Akkord. Für die 63-jährige Hanne ist das Routine. 2 Jahrzehnte ist sie schon dabei. Und zum Wochenende wird es immer mehr. Anfang der Woche geht noch, Wochenende wird immer mehr. Ob dann haben die alle keine Lust, was zu kochen. Dann müssen die alle zack hier essen. Das schmeckt ja auch so gut bei uns, davon kommt das. Ja, das ist da machen, ne? Ist so. Kannst nichts tun. Der Grund für den Backfischboom ist auch dieser. Die Portionen sind auch nicht die kleinsten. Also man wird satt. Wenn sie hier essen, werden sie gut satt. Die Kunden schätzen hier die lockere Stimmung und die frechen Sprüche. Deshalb wird auch keiner böse, wenn es mal länger dauert. Welche Nummer ist denn? 3 bis 4 noch bis dran. Menschlich sind wir. Ne? Und Bedienung und alles. Das ist alles, das gehört alles zu. Manchmal Spaß, Lachen ein bisschen und das Bedienen. Und, ja. Stimmungskanone Menka hat heute Tischdienst. Da ist Vorsicht geboten. Mit wem hast du telefoniert? Mit deinem Schatz hier oder was? Zweite Frau, meine. Du sagst zu mir, du liebst mich und dann telefonierst, du klönst mit anderen Weibern hier rum, oder was? Ja, warum nicht? Da kriegst du keine Zitrone mehr. Mach die so zu lustig, nehme die Zitrone. Ne? Ja? Ja, schmeckt gut. Den Kultimbiss gibt es bereits seit über 30 Jahren. Samuel und sein Bruder Freddy sind hier die Chefs. Aber erst seit kurzem. Sie kümmern sich um den Einkauf, der Rest ist und bleibt in Damenhand. Das ist ein super Team und man sieht ja auch letztendlich, dass das auch so angenommen wird. Das ist, was hier los ist, ist einfach, das sind die Lorbeeren für die tolle Arbeit, die die Mädels leisten jeden Tag und kann man eigentlich sonst nicht viel zu sagen. Die zweite Attraktion des Ladens liegt gleich hinter den Imbiss-Tresen. Ein Altonaer Räucherofen von 1938. Jens arbeitet hier und Hermann. Der 76-Jährige hat das Räuchern von der Pike auf gelernt. Mit Holz statt Hightech. Ein elektrischer Ofen, stellst es rein, stellst die Maschine an und dann ist halt gut, weil sie brauchst dich nicht mehr um kümmern. Das ist das. Und meine Pferde ist ein Piepda und dann kannst du rausholen. Aber das ist das Beste, was geht. Geschmacklich her. Den frischen Räucherfisch bringt er gleich nach vorne in den Imbiss. Lange bleibt Hermann da aber nicht. Er mag lieber Ruhe statt Trubel. Ich habe Hanne, meine Damen und Herren, direkt aus dem Mittagsgeschäft hier direkt an meinen Kochtresen geholt. Dafür erstmal herzlichen Dank. Oh, bitte, gerne. Hier ist mittags einiges los, ne? Ja, das kann man so sagen. Ja. Wir haben schon ganz schön zu tun um die Mittagszeit, ne? Ja, ich muss jetzt allerdings sagen, es ist aber auch wesentlich wärmer als hier. Hier ist doch ein ganz klein bisschen kalt, ne? Manchmal ist es doch, läuft dann doch schon ein bisschen der Schweiß vom Kopf, ja, ne? Ja. Aber dann nehmen wir ein Stirnband und dann hat sich das auch wieder erledigt. Wie viel Grad hat die Fritteuse?
180. Okay. Wir wollen noch mal eben sagen, Grad. Was wir beide zusammen machen. Wir machen also den Original-Backfisch hier, den es von Fisch 2000 hier gibt. Ja. Den versuchen wir an unseren kleinen Möglichkeiten hier zu machen. Ja. Dazu machen wir, sagt man eigentlich Marinade, sagt man Teich oder Panade? Was sagt man da? Also man kann Panade sagen. Man kann aber auch. Man kann auch Teich sagen. Ja. Viele sagen auch Marinade. Auch Marinade kann man auch sagen, Nummer, ja. Ne? Das ist richtig. Und so. Wollen wir den am Anfang mal herstellen und mal gucken, wie das geht? Weil ja. Ich den im Original habe. Ja, können wir gerne machen. Ja, ich habe die Zutaten da. Du musst mir sagen, machen. Was du dafür haben willst. Also circa 500 Gramm Mehl. Ja, ja. Also ich mache hier mal so einen Pfund rein. Ja. Das müsste ein Pfund sein. Mhm. Und wie viele Eier willst du da rein haben? Fünf Stück? Ja. Dann nehmen wir jeder hier welche. Komm, ja, dann nehmen wir jeder welche. Okay. Sag mal, und wenn man den ganzen Tag hier so auf die Beine ist, ne? Was hast du als Ausgleich abends? Was macht man da abends? Außer Füße hoch? Außer Füße hoch, ein bisschen in den Garten. Ja, das langt, fünf Stück, ne? Und ja, das langt. Bisschen in den Garten. Kleine Tournee mit dem Fahrrad oder wie? Vielleicht mal eine kleine Fahrradtour. Ja. Und zu Hause wartet der Gatte und will auch Fisch essen? Wie sieht das aus? Der will auch Fisch essen. Einmal die Woche immer. Ja. Und auch zwischendurch noch mal ein bisschen Räucherfisch. Wenn ich dann hier am Backen bin, hat er zu Hause den Räucherfisch. Ja. Ne? Das muss sein. Ja, und kommt er hierher auch? Kommt er auch hierher. Ja. Und holt sich auch mal nur ein Brötchen, wenn er gerade mal so unterwegs ist. Ne? Ja. Gibst du mir ein bisschen Hauptsache was dazu? Ich krieg's nicht geschmeidig. Ja, da kommt jetzt ein bisschen Bier. Ist hier egal, was für ein Bier oder habt ihr ein spezielles? Egal. Nein, haben wir kein spezielles Bier, das ist vollkommen egal. Ja. Und du musst jetzt sagen, von der Menge her, ob ich jetzt auch richtig schon rühren soll oder das zu viel das ist. Das kann schon. Ruhig schön schlank ja. werden. Also nicht so dick machen, ne? Nicht so dick, nein. Machen da einige zu Hause den Fehler, die immer so eine feste Panade haben, ne? Ja, das ist, wenn dann klebt das zu sehr am Fisch und dann hat man am Fisch nur noch die Panade. Ja. Und es ist kein Fisch mehr da, ne? Genau. Und du ziehst so sie doch nachher dann. Auch nur, ich muss mal eben einmal nur so ganz schicko durch, ne? Einmal so nur durch. Ja. Durch die Panade oder durch den Teig und dann gleich ins Fett rein. Ja. Ne? Darf ich das zugeben? Ich mache das manchmal auch. Ich denke, das ist dann immer zu wenig. Ja. Und hinterher dauert das zu lange und dann habe ich zu wenig Fischgeschmack. Nee. Das ist es. Dann ist zu viel Teig dran und dann schmeckt das nur noch nach Teig. Ja. Und die Panade ist weg. Ne? Ja, Madame, haben wir es gut gerührt? Ja. Und jetzt haben wir den Rotwasch. Okay. Soll ich ihn dir noch ein bisschen kleiner schneiden? Ist noch nicht genug. Hier war noch ein bisschen Mehl. Also da, haben Sie gesehen, meine Damen und Herren, ein ganz bisschen Mehl. Das muss schon anständig sein. Wir wollen hier. Ja keine Klümpchen da drin haben. Sag mal eben, wie möchtest du den Rotwasch geschnitten haben? Einmal durch, dann passt er vielleicht auch ein bisschen besser an den Topf. Und auch einmal so ein bisschen längs? Einmal so durch, jo. Das reicht, ja. Und lang zwei Stücke, erstmal machen wir zwei Stücke, wir oder? Wir machen erstmal zwei Stücke und dann gucken wir mal, ob es fett heiß ist. Jo. Ja, warte mal. Soll ich, oder? Jo. Nee, warte, es gibt einmal hier... Gucken, ich habe hier so einen Stab und wenn es blubbert am Stab, das macht ja, es das und sieht perlt, gut aus. Sieht gut aus, dann sieht ist gut es gut. Aus, sieht gut und jetzt aus. Für unsere Zuschauer jetzt mal einmal richtig gezeigt. Muss da noch Salz drauf ein bisschen? Bisschen salzen, ja. Warte. So, so. Wunderbar. Ich mache es gerne, wenn das ein bisschen Konsistenz hat hier, so ein bisschen knisper mit dem Meersalz. Das ist wunderschön. Knispert das denn da drin? Ja, genau. Na gut. Also jetzt gut. Aufgepasst. Jetzt aufgepasst. Jetzt tun wir den Fisch da rein und dann ziehen wir das durch. Warte, und ich komme hier schon mal drüber. Bisschen abschuppen. Wir haben jetzt Rotbarsch genommen. Ist Rotbarsch der Renner? Rotbarsch ist der gängigste, ja. Geht am meisten. Dann kommt danach gleich Seelachs. Ja. Und dann kommen so die anderen Exoten. Ne? Pangasius, Schollenfilet, Limandesfilet. Ja. Seehecht haben wir noch im Angebot, der geht auch ganz gut. Ja. Und meistens mit Kartoffelsalat. Ja, es ist doch. Ne? Es ist doch. Ja. Entweder ob es nur der Specksalat ist, ist meistens der Kartoffelsalat. Soll ich ihn jetzt schon mal bewegen, damit er nicht am Boden geht? Oder? Ja. Ja, warte mal. So wird es schon goldbraun. So wäre das schon goldbraun, ja. Hast du hier so über die Jahre so ein Gefühl entwickelt? Oder bist du mit einer Stoppuhr angefangen und hast gedacht... Nein, mit einer Stoppuhr nicht. Nee. Da hat man über Jahre hat man ein Gefühl, wann es gar ist und... Ist ja auch nicht immer gleich groß. Ist ja auch mal, dass der Fisch ein bisschen dünner ist. Ja. Oder man da immer ein bisschen dicker ist, dann braucht es eine Minute länger. Ne? Ja. Aber normalerweise würde ich sagen, diese Größe ist 5-6 Minuten da drin, ist das durch. Ja. Aber mit irgendwas anschnibbeln und anmachen findet nicht statt. Das heißt, nein, weißt auch, und das kann man auch sehen. Ich würde ihn. Liege ich da richtig mit, dass er schon raus kann? Der kann raus. Ja? Ja, okay. Ich denke auch. Und dann einfach hier so.
Einmal immer auf Küchenkrepp. Richtig. Und dann, meine Damen und Herren, auch zu Hause nie vergessen, das Fett nachher von der Hitze ziehen. Das ist ganz besten. Wichtig. Und wichtig ist auch so eine schöne Kelle, damit man lieber ein bisschen größer ja. und nicht so ein kleines Ding, Fälle, damit man das richtig rauskriegt. Auf alle Fälle besser. Okay. Unser Fisch ist fertig, wir machen mit dem Kartoffelsalat wir weiter. Wir machen mit dem Kartoffelsalat Pass weiter. Pass auf, ich mach noch schon ein bisschen Öl hier rein in unseren Topf. Ja. Und da kommen Zwiebeln und Schalotte, hast du gesagt. Ja. So. Und den ganzen Speck? Der Speck kann rein. Das sieht gut aus. Und dann das Ganze andünsten und dann mit ein bisschen Brühe ablöschen, oder? Bisschen Brühe ablöschen. Ja. Von mir aus kann's da schon mitkommen. Kann ruhig ein bisschen braun werden, der Speck. Also ein bisschen Röstaromen damit rein, ne? Brühe. Und dann kannst du die Brühe schon mal aufmachen. Willst du eine Gurke in den Kartoffelsalat haben? Also wir machen ganz gerne eine rein. Ja, ich habe das alles da. Also hat er alles da, dann machen wir ein kleines Gürkchen rein. Ja. Und ich mache ja Gurke, auch wenn die ein bisschen Biss hat und ein großes Stück. Ich mache ja nicht so ein kleines Fiedelzeug. Nein, nein, das ist also schon in Ordnung. So, ich habe das hier, damit man das mal sehen kann, meine Damen und Herren. Also Gurke muss auch ein ganz klein bisschen zu merken sein, wenn sie drin ist. Also ein richtig schöner Biss hier. Ja, wunderbar. Das sollte schon sein. Ja. Und da, ich man würde da vielleicht sehen. Schon, kann schon Brühe. Rangießen. Also ich würde es mit so. Brühe vielleicht noch einen kleinen Tick, wenn wir die ganzen nehmen, können wir uns dazu entscheiden, die ganzen Kartoffeln zu nehmen? Ja, oder ist dir das zu viel? Nee, wir können auch die ganzen Kartoffeln nehmen, das macht mir nichts aus. Da machen wir schon mehr Brühe rein. Guck mal, hier, dann ein bisschen Brühe dazu und dann haben wir sie doch weg. Da kommt ein bisschen Gurke hier schon so rein. Ja. Bisschen Pfeffer kann ruhig rein. Bisschen Pfeffer und ein bisschen Salz. Bisschen Pfeffer, ein bisschen Salz. Was gibt's denn zu Hause Fisch und wie gemacht? Klein Erzähl mal. Bisschen Sag Zucker. Mal, wie macht ihr denn zu Hause? Normalerweise in eine Pfanne, nicht in der Fritteuse. Ja. Und in Eihülle. Mal ja. in Eihülle, mal auch ein bisschen Panade oder mal ein Bierteig. Ja. Aber normalerweise Natur in der Eihülle mache ich. Oder gibt's auch mal einen Kochfisch? Was wir hier, hier ja nun nicht anbieten. Ne? Ja. Dann gibt es auch mal einen gekochten. Ja. Ich ja, so. Glaube, der kann noch. Also. Oh, ein klein bisschen, glaube ich, können wir noch, wa? Ja, aber ich würde es hier schon mal einmal rübergeben. Einmal rübergeben. Einmal das Ganze rein. Einmal das Ganze so. Rein. Wunderbar. Und also. Einmal so ein bisschen rutschen und jetzt lassen. Wir das und dann kannst du mir sagen, ob noch was haben willst. Ein bisschen Zucker vielleicht noch ran muss. Zucker? Ich, Zucker und Essig? Nicht. Bisschen Essig vielleicht und dann kosten wir das gleich. Sie nimmt so eine kleine Spur Zucker hier rein und ein bisschen Essig. Das sind so Sachen. Ich habe noch in meinem Leben keinen Zucker an Kartoffelsalat. Nee, wirklich nicht? Nee, pass auf. Da ist die Sprise. Langt dir das? Ja, das langt. Willst du noch ein bisschen Essig dazu haben? Ich koste das erstmal und dann werde ich das sehen. Ich gebe schon vorweg ein ganz bisschen dabei. Ja, gut. Und vielleicht auch noch ein bisschen Salz. Kommt immer darauf an, ob die Brühe gesalzen ist oder nicht. Das muss ja, man die war mal ganz vorsichtig gesalzt. Also so ein bisschen was dazu. So. Ja, ein bisschen Öl. Das Öl kann nicht schaden. Und ich kann dir auch noch ein ganz klein bisschen Petersilie so glatt wegschneiden. So ein bisschen als Deko bisschen da rein. Deko. Ja. Sag ja. Ja, kann Deko rein. Und hier bisschen Petersilie bisschen ist nicht. Pfeffer ist immer gut. Was kann im schlimmsten Fall bei dir hier passieren? Da kann die Fritteuse ausfallen, da kann der Fisch nicht da sein. Wo sind die Geschichten, die ich jetzt höre? Erzähl mal. Das Schlimmste wäre, wenn die Fritteusen ausfallen. Ist schon passiert? Ist schon passiert. Wir haben mal einen Kurzschluss gehabt bei irgendwo in der Fritteuse und dann sind natürlich alle aus. Ja. Dann mussten wir erstmal schnellstens einen Elektriker besorgen. Ja. Und der kam dann auch allerschnellstens angewiesen, hat den Fehler auch sofort gefunden und nach einer Viertelstunde konnten wir wieder backen. Und in der Zwischenzeit war Fischbrötchen macht glücklich, und oder sowas was? Sowas passiert immer, wenn es voll ist. Ja. Niemals, wenn nichts zu tun ist. Immer, wenn es voll ist. Dann ist sowas. Wann ist Ihr Hauptkampftag? Also Hauptkampftag ist also eigentlich... Also Kampfstunden, sagen wir mal, wann die Hauptzeit ist? Die Kampfstunden, die liegen so zwischen 11:30 bis 14:30. Ja. Und der größte Kampftag, das ist der Freitag eigentlich. Obwohl wir auch Anfang der Woche schon gut zu tun haben. Immer, ja. ne? Aber der Freitag... Ist und bleibt der Fischtag, meint er. Ist und bleibt der Fischtag. Da kann man nichts machen, das ist so. So, jetzt wollen wir einmal jetzt probieren. Wir nehmen einen neuen Löffel zum Probieren. Neuen Löffel zum Probieren. Und dann sagen wir mal was. Und dann sagen wir was. Bisschen Salz. Bisschen Salz kann auch ran, ja. Und dann schmecken wir noch ab und dann haben wir das eigentlich soweit alles schicko. Ich glaube, dann ist das. Sag mal, das Wichtigste hier im ganzen Geschäft sind die Marken, ne?
Ja. Wie hat sich das, ging das nicht mehr ohne, oder? Nee, das ging nicht mehr ohne, weil das wurde dann zu viel. Und dann haben wir nur noch gesagt, ich hätte hier eine Portion Rotbarsch. Ja. Ja, das war ich. Und dann ging es nicht mehr. Ja. Da haben wir gesagt, jetzt gehen wir Nummern raus und dann rufen wir, wenn wir das Essen fertig haben, die Nummern. Und du, hast du die Nummern liegen und weißt oder schreibst es auf, oder wie ist die Logistik? Die sind auf dem Bon aufgeschrieben. Ach so. Und der Bon kommt ja mit auf den Teller. Ja. Und da stehen dann auch die Nummern und drauf. Hast du im Blick immer Pangasius, Rotbarsch, Scholle und im frittiertes? Das habe ich im Blick. Das hat man nach Jahren. Ich habe ja auch zwei Seiten, ne? Also zwei Körbe. Und dann habe ich meistens die eine immer voller Rotbarsch. Ja. Und die anderen Sorten dann halt in die andere, ja, auf die andere Seite. Ja. Und auch mehrere in eine Mal. Okay. Aber na, mit den Jahren sieht man das, was ist. Ne? Ja, nach 20 Jahren. Nach 20 Jahren könnte man das so sagen. Ja. Genug Salz. Das ist genug Salz. Mhm. Also, Fischfilet ist fertig. Kartoffelsalat ist fertig. Wir richten das Ganze nachher am Finale an. Ja. Ich gehe jetzt einmal zum Räuchern und wir sehen uns nachher wieder. Ja, und ich mache hier mal so ein Bremerhavener Knuddel und sage ja. Dankeschön, mein Herr. Oh. Ja, okay. Danke. Bis nachher. Ne? Bis Gut. nachher. Ich bin hier, meine Damen und Herren, in der Räucherei gelandet. Und hier wird jetzt eine Lage rausgeholt. Hermann, was holen wir hier raus jetzt? Makrelen. Nur Makrelen? Nur Makrelen, das sieht sehr, sehr gut aus. Wie lange haben die geräuchert? Eine halbe Stunde haben wir. Okay. Eine halbe Stunde, zwei Stunden. Zwei Stunden? Ja, ja. Und das müsst ihr beide immer mit speziellen Handschuhen hier anfassen, damit man sich nicht verbrennt, weil das sehr, sehr heiß ist, ne? Ja, genau. Okay. An Jens sage ich erstmal Dankeschön. So, und können wir hier, ja, ich will hier noch mal eben einmal reinkicken. Weißt du immer ganz genau vom Feeling, wann das fertig ist und wann das gut ist? Hast du das im Gespür oder hast du drei Uhren, die du eindrehst? Nee, ich habe keine Uhren, das habe ich so ein Gefühl. Ja? Ja, ja. Wie lange räucherst du schon? Seit 30 Jahren. Seit 30 Jahren? Ja, und vielleicht auch 40 Jahre schon, aber jetzt hauptsächlich 30 Jahre. Ja. Vorher andere Leute. Die und wie alt sind diese Öfen? Das sind doch uralte Öfen. Ja, waren 38. Und sag mal, Hermann, wie kriegst du diesen Glanz auf diesen Lachs? Gucken Sie sich das mal an, meine Damen und Herren. Was streichst du darauf? Ich streiche da gar nichts drauf. Boah. Das mache ich so und dann lasse ich das trocknen. Und dann, den nächsten Tag, tue ich das erst in den Ofen rein. Und ich sag noch mal vom Gefühl, du kannst ja nicht drücken und kannst nicht machen, weil es da hängt. Nee, nee. Du weißt aber schon immer, wann die Dinger gut sind. Wann es fertig ist, ja. Okay. Jetzt schieben wir die Könige. Die Könige des Räucherns ist der Aal. Der Aal, ne? ja. Okay, da darf ich jetzt bei sein. Da hilft Jens ja mit. Ich gehe so ein ganz klein bisschen hier zur Seite. Jetzt gehst du ja. Die sind jetzt, was habt ihr da bis jetzt mitgemacht? Ja. Im Pökel gewesen ja. und dann wieder gespült und dann aufgezogen. Und dann aufgezogen. Und jetzt kommt die in den Ofen rein. Und das muss man mit zwei Mann machen, muss das immer mit feuerfesten Handschuhen machen. Ja, und ja. dann werden die hier oben reingeräuchert. Genau. Wie lange müssen die jetzt räuchern? Ja, komm doch mal um nicht zu mir. Zweieinhalb Stunden. Zweieinhalb Stunden? Zweieinhalb Stunden, ja. Okay, ich gehe jetzt wieder kochen. Und kann ich nachher einen so einen geräucherten probieren? Ja, so einen geräucherten Aal? Ja. ja, okay. Ja, ich sag dir recht herzlichen Dank. Alles klar. Beim Finale nachher bist du dabei. Okay, ja, alles Dankeschön. Klar. Okay, ab zum Kochen. Riechst du doch, dass ich ein ganz klein bisschen nach Rauch rieche? Aber ich natürlich. Sag, ja. Ist das nicht wunderbar? Der ist 76 Jahre, der recht, 50 Jahre am Rauch. Ja. Wunderbar. Oh. Und das ist der beste Räucherfisch in ganz Deutschland. Gibt es bei Fischmeister Weltweit, Weltweit, mein Schatz. Wenn das du willst. Stimmt, ja. Meine Damen und Herren, Menker ist hier in der Firma nicht nur der kreative Teil, auch der Teil für Stimmung, Unterhaltung und mobilisiert auch ein ganz klein die Mitarbeiter und ist auch für die Kunden da, immer, ne? Immer. Kritisch, man muss sie kritisch nehmen, die Kunden, oder? Ja, muss ich. Ja? Manchmal sind die ein bisschen, aber dann gebe ich meinen Spruch und dann sind die ruhig. Ja, wo kommt der Akzent her? Aus welchem Land? Wo kommt Mazedonien. Her? Mazedonien? Ja. Wie lange bist du hier in 45 Deutschland? 45 Jahre. Boah. 17 Jahre alt war ich. Hübsch. Boah, du bist heute noch hübsch. Und mein Mann hat mich gleich gekrallt. Ja, genau. So, das machen sie alle. Das machen sie alle. Pass auf, ich mache aus diesem wunderbaren Rotbarschfilet mache ich einen Currytopf. Ja. Und da kommen Gemüse rein, Fenchel, da kommt, meine Damen und Herren, ein bisschen Zitronengras, ein bisschen Frühlingszwiebel, Paprika, Schalotte, ein bisschen Säure doch durch Limette und ein bisschen Knoblauch dazu. Das, den legen wir da so rein. Ich will also so ein bisschen dieses Asiatische haben und mit dem Deutschen, mit diesem deutschen, wirklich typisch deutschen Rotbarsch kombinieren. Ja. Ja? Dazu müssen wir das ganze Zeug mundgerecht klein schneiden und du darfst schon mal schnibbeln. Ja.
Sag mal, am Schnibbeln musst du viel und auch viele. Wie viele Fische hast du filetiert in deinem Och, Leben? Och, ich weiß ja nicht mehr. Akkord habe ich geschnitten. Wirklich Akkord. Jetzt? Ja, wirklich wahr. In Cuxhaven, Bozeman und Hahn. Boah. Und dann bin ich nach Deutschland, nach Bremerhaven gekommen, nach, bei Helgoland hier mit meinem Mann. Ja. Und einen eigenen Laden haben wir gehabt, 9 Jahre. Boah. Aber mein Glück zu Ende. Aber das ist doch Fisch. Mit Fisch zusammenarbeiten ist doch wunderschön, oder? Ja. Ich sag dir mal eben meine Lieblingsgröße, ich will es so haben. Okay. Es muss ein bisschen beißen und das Grüne auch so groß. Weiß alles ich nicht. So groß. Ja, ich will ein bisschen was beißen, nicht so klein. Leute schneiden mir manchmal die Gemüse zu fummelig. Und dann habe ich nichts mehr. Ne? Ich kann ja einen jungen Mann beißen, aber nicht auf die Zwiebeln. Ja, aber einen jungen Mann anbeißen ist ja auch schwer. Ist auch schön. Hier, oh, ist das schön. Die wollen auch meistens erst jüngeres Gemüse haben. Oh, die Ältere aber können die gut lernen von Ältere. Genau. Ja. Was hast du für ein eigenes Geschäft gehabt? Eigentlich genau wie hier. Ja. Auch geräucherte Fisch, Frischfisch, Bratfisch und sowas alles. Ja. Also ewig den Fisch nie verlassen. Ewig, nein, ich war immer mein Fisch treu geblieben. Ja, und sag mal, der Mann hat das mitgemacht, ist leider verstorben vor 5, 6 oder 8 Jahren. Der hat alles mitgemacht, das war ganz, ganz leichte. Ich konnte mit ihm mit Scheibe Brot glücklich machen. Ja, aber das ist auch wichtig, oder? Der hat auch morgens früh um 6 Uhr oder 7 Uhr Fisch gegessen schon. Nein. Trotzdem, ja, Schlaganfall, scheiße. Okay, ja. Das, also, da können wir nichts machen. Also, ich sag noch mal eben so, meine Damen und Herren, wie ich es haben. Richtig schöne, große Stücke. Ja, wunderbar. Dazu habe ich noch Schalotten. Und ich zeige noch mal, ich will diese Haut von der Paprikaschote nicht haben. Weil da ist was drin, was unser Magen nicht verdauen kann. Deshalb schäle ich das Ganze immer. Das habe ich hier auch schon. Den Trick muss man immer wieder zeigen, weil das oft vergessen wird. In meiner Heimat, in Mazedonien, machen wir auch. Grillen wir die Paprika und dann ziehen wir die ab. Genau. Und in den Öl und Knoblauch. Lecker. Boah. Lecker. Ja. Ja. Okay, ich muss mal gucken, das ist der gesundeste. Wo ich hier ein bisschen Öl habe. Das ist da der Fall. So, jetzt kannst du schon mit deinen Frühlingszwiebeln kommen und die hier reinwerfen. Einmal mit der Hand. Hier rüber. Der Topf kommt nicht zu dir, so da rein. Der kommt zu mir. Ja, pass auf. Einfach so reinwerfen, wunderbar. Und ich gebe immer zum Gemüse ein bisschen Zucker, damit ich so einen kleinen Karamell habe. Ja? Und du gibst mal ein bisschen Salz noch dazu. Salz, und ich muss mal eben einmal hier noch Fenchel hier reinschmeißen, Schalotte und die Paprika. Mach eine schöne Prise Salz da rein. Prise Salz. Ja, gut. Und schon mal einmal bewegen, Madame. Und ich gebe dir dazu den Knoblauch. Den schneide ich so halb einfach durch und gebe ihn so rein. Ich lerne nicht, man wird mal alt wie ein Kuh, lernt man was dazu. Ja, das ist klar. Ja. Und, das war schön. Pass auf, hier habe ich noch ein bisschen Schärfe. Deswegen habe ich zu meinem Mann gesagt, das dauert lange, bis sie da zu Hause zu dir kommen. Ja. Da muss ich noch viel noch lernen hier in Deutschland. Und alles muss, das macht sie jetzt richtig, richtig schön angebraten werden, weil ich will ein bisschen Röstaroma, ich will ein bisschen Power haben. Ja. Und jetzt kommt schon das Currypulver dazu. Warte mal. Und den Curry auch so dazu und auch bewegen, denn der Curry muss auch angeröstet werden. Ja. Nee, einen Augenblick stehen lassen. Warte. Entschuldigung. Augenblick so stehen lassen. Jetzt ein bisschen anrösten und ein bisschen lassen. Oh. Und kennst du das? Das ist, wie heißt dieser chinesische Asiatische, Zitronengras. Und dieses Zitronengras entfaltet das Aroma nur, wenn man hier die Faser aufbricht. Aha. Also entweder kann ich das anschneiden oder ich donner das so rauf und die nächste machst du, bitte. Oh. Als Schutz das Messer. Puff. Ja, vorsichtig. So. Und auch noch weiter nach hinten hin. Ja. Noch mehr? Okay, ja. Gut, mit Messer konnte ich so gut umgehen. Gut. Ja. Oh. Und immer scharfe Messer. Oh ja, oh ja, ja. Wenn ich filetiert habe, musst du von alleine. Ja, ja, so gehen, zack. Sag mal, hier ist immer gute Stimmung hier. Ja, immer. Wie kommt das? Sag mal. Das ist die Liebe. Ja, ist das die Liebe von... Wir sind Arbeitskollegen, wir arbeiten zusammen. Ja. Wir sind wie Geschwister. Ja. Streiten wir uns und nehmen wir uns umarmen. Ja. Geschwister schlagen sich, vertragen sie sich. Ja, genau. Und die Kunden machen mit, die liegen auch in den Armen. Die lachen ein bisschen, ne? Ja, machen Spaß. Jo, ich gebe jetzt auch das Angeröstete ein ganz klein bisschen Brühe. Ja, aber wir lieben unsere Kunden sehr. Ja. Deswegen kommt ihr immer wieder. Unsere liebe Gesichter wollen sie sehen. Und ich habe hier, es gibt keine Reklamation. Die freuen sich, die setzen sich da hin, haben Spaß an den ganzen. Haben das die auch, wunderbar. Haben die auch. Meine Damen und Herren, ich darf das mal zeigen, was hier los ist. Hier stehen die Leute auf der Straße. Die kommen nur, die Fische. Und es wird alles gesperrt, nur weil wir hier kochen. Das sind total Verrückte, die Bremerhavener. Ja, das macht richtig Spaß. Ja.
Ach, sie ist aus Köln? Ja. Ja, da sind Sie ja richtig. Jetzt soll ich nicht rühren? Nee. Nein? Pass auf. Also, hier geht's weiter. Zitronengras einfach das, so dazu. Das ist meine älteste Schwester. Oh, hier ist was los. Wir müssen uns jetzt konzentrieren. Aber konzentrieren, auf bitte. Konzentration, sagt der Spanier. Pass auf. Kokosmilch. Ja. Einfach so dazu. Darf ich nicht rühren? Und, nee, jetzt kannst du rühren. Kann ich rühren? Ja. Schön. Und dann ich kann gerne rühren. Jetzt komme ich nämlich mit und jetzt sagst du mir, wie viel Limette du haben willst. Oh, der sieht aber gut aus. Sag mal, du gehst auch gerne auf den Zwutsch, ne? Ab und zu, nicht immer. Was heißt ab und zu? Ja, zu Ü30, wo ich etwas älter bin, aber mache ja ein bisschen Spaß sein. Und ja, habt ihr so eine kleine Gruppe mit mehreren Mädels, wo ihr losgeht? Ja, klein Prosecco und dann atemlos durch die Nacht? Genau. Was mit Tanzen? Nicht nur Atem, das wird Atem nachher ganz. Ist weg? Das ist auch der Atem. Und Standard, nachher. Richtig Standardtanz? Alles. Atemlos durch die Nacht, kommt es Kino, geht's auch die Drehung, die haben wir nicht. Atemlos, das ist, wir könnten hier könnte ich den ganzen Tag. Ich auch. Mit dir. Ja, ich werde verrückt. Jetzt muss der Fisch hier rein. Ja. Und wie gesagt, Rotbarsch in großen Brocken. Ich gebe hier mal den Knoblauch hier so auf diese Seite. Und jetzt pass auf, jetzt schneide ich hier einfach nur quer. Und jetzt werden die Brocken so einfach da reingegeben. Da so hast du schon die erste Partie, kannst du schon so reingeben mit der Hand. Einfach richtig, mit der Hand. Unsere Hände, meine Damen und Herren, sind vorher sehr gewaschen. Sag mal, das muss ich noch mal sagen. Hier muss ja ständig, wenn ich sehe, eure Hände sind alle tausend tippen. Mal, nicht einmal tausend. Gott sei Dank, dass ich schöne, gute Haut habe. Sonst, Und wichtig, so hinterher eincremen und... Jedes Mal, wenn du was Sanftes tust, musst du Handschuhe anziehen und dies und das. Yeah. Das ist immer so. Aber es ist wichtig, das ist doch unser wichtigstes Werkzeug, das wir haben. Unsere Hände. Ja, genau. Unsere Hände. Also hier geht die nächste Portion hier rein, komm. Also das mit Tanzen eben war ja kein Spaß. Das ist ja wirklich, da hast du Lust zu und auch Spaß drauf, ne? Doch. Ab und zu mal muss auch Spaß sein. Einmal im Jahr feiert ihr oder wollt ihr was machen? Ein paar Mal im Jahr. Ja? Paar Mal. Grünkohl, gehen wir mal los irgendwie, ne? Und dann essen wir mal Grünkohl, haben wir gegessen letztes Mal, und haben wir schönen Abend gehabt. Ja, und Und da sammelt ihr euer Trinkgeld und Tink oder der Chef gibt was dazu, Chef oder wie? Gibt auch was dazu, Der spendiert ab und zu mal. Der weiß dann, ist seine Frau schön, dass sie gut arbeitet. Ja, das ist ganz wichtig. Okay. Seine Mitarbeiter. Also hier einmal jetzt das da unterziehen. Und jetzt muss das Ganze wirklich nur 10 Minuten so vor sich hinziehen. Lecker. Dazu kommt noch so ein ganz klein bisschen Lorbeer. Das ist immer unterschätzt, das Aroma vom Lorbeer. Und das lege ich hier oben nur so rein. Und den Deckel mache ich nur so halb drauf und lasse das noch ein ganz klein bisschen ziehen. Das war's eigentlich schon. Das ist mein asiatischer Rotbarsch, mein asiatisches Rotbarsch-Curry. Dir, liebe Menka, herzlichen Dank. Ja, atemlos durch die Nacht, das war wunderschön. Meine Damen und Herren, Sie kriegen jetzt ein paar schöne kulinarische Bilder und wir sehen uns alle im Finale wieder. Schön. Meine Damen und Herren, jetzt wird erstmal richtig probiert. Einmal dieses Rotbarsch-Curry sollt ihr alle mal probieren. Boah, also so einen richtigen Mund voll. Hermann, auch hier mal ran. Boah. Oh, und? Lecker. Sagt mal was? Boah. Die Schärfe. Lecker. Das hat was. Dazu, ich muss das einfach noch mal zeigen, haben wir unseren Backfisch. Erkennst du unseren Kartoffelsalat? Ja, wunderbar. Also, und Hermann hat mir eine große Freude gemacht und mir zwei wunderbare Aale hier mitgebracht. Und das ist ein Geruch, den werde ich nie in meinem Leben vergessen. Also, herzlichen Dank und Dankeschön. Danke, dass ich bei euch sein durfte. Ja, mir hat Spaß gemacht. Hat euch Spaß gemacht? Auch, ja? Viel Spaß. Okay, danke. Sie schalten wieder ein, wenn es heißt, so ist der Norden, meine Damen und Herren. Tschüss und auf Wiedersehen. Wir schneiden jetzt Aal an und essen ein bisschen Backfisch und hier noch ein ganz klein bisschen was von unserem Curry. Tschüss. Ja. So, hier noch mal einmal rein mit dem Löffel. Komm her. Becker, hier noch mal rein. Ja, wunderbar. Ja, Und das schmeckt.